Hallo die Schweine und willkommen zu einer geilen neuen Folge. Hast du das eigentlich geskippt, Däum? Ja. Oh Gott, Malte. Hä? Es ist einfach nur noch keine Hoffnung mehr. Es ist nur noch. Boah, was ist das? Ganz ehrlich, für alle Zuschauer, die mich schreiben, das ist voll einfach, hä? Hey, es schreibt kein Video davon. Doch, das schreiben ganz viele. Schreibt ist so Arschlöchers. Oh, du dummer Sack, Alter. Was ist mit dir? Alles Pisser. Was für eine Sicht? Ja, und sag doch was. Ja, was ist denn mit dir? Bist du in der Sicht? Es ist schon wieder. Oh, Manu! Mein Knie. Oh, meine Eier. Die auch. Und mein Arsch. Boah, ich hab irgendwie das Gefühl, ich krieg gleich richtig Durchschiss. Durchschiss, geil. Durch den Stuhl. Durchschuss, Alter. Durchschuss, ich schieß durch meine Hose, Alter. Warte, welchen Tag haben wir heute? Dienstag. Keine Ahnung. Dienstag. Korrekt. Kommt keine Folge auf den Dienstag. Dafür 5 Euro. Hä, heute? Achso, ich dachte... Dafür 5 Euro. Nein, ich wollte den heutigen Tag... Den heutigen, du hässlicher, kleiner Kackspaß. Warum fragst du denn nach dem heutigen Tag? Wie unwichtig ist das denn? 5 Euro, weil du behindert bist, Kian. Hä, heute ist doch Freitag. Weil ich fühle mich wie sonntags oder so. Die Ausstellung eines Ausweises kostet 5 Euro, Kian. Gekackt. Ich sterbe. Och man, nein! Ja, ist okay. Beruhigt. Du hast sogar Däumitz den Toten geholt. Ich guck Däumitz einfach im Springen zu. Hä, hey, wieso? Spannend. Weiß ich nicht, weil ich komme einfach nicht weiter. Ich schaff nicht mal den zweiten Sprung. Ja, nimm. Was war denn jetzt überspringen? 5er oder 10er? 100.000. 10. Ey, ich kann eh nicht in der Folge skippen. Das macht voll keinen Sinn, Kian. Du hättest in der ersten Folge, in der letzten skippen sollen. Dann hätte sich's gelohnt. So, jetzt schaffe ich das. Das heißt, Kina und ich müssten eigentlich jetzt skippen, damit... Ja, aber ich will eigentlich kein Geld mehr investieren in diese Scheiß-Map! Hart! Jetzt mal ohne Witz, wir hätten alle zusammenlegen sollen und die 250 klar machen können. Ich frag mich echt, ob das am Ende billiger gewesen wäre. Ja, bestimmt. Ja, wäre es doch fast schnell, ich kann's aber... Na, das ist halt... Allein ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja! Oh nein. Andi kommt immer näher, das ist arschig. Das Beste war, ich hab grad so gesagt, so, jetzt schaffe ich's. Darf ich Slash Kill machen in der Luft? Oh, ja, mach du einem auch, ne? Aber ich bin zu faul. Ich mach das nicht, weil das schwul ist. Alter, jetzt erstmal zehnmal runterlaufen, einfach nur aus Freude. Und nur aus Erleichterung. Erleuchterung. Erleuchterung. Erleuchtung. Einfach nur aus Erleuchtung. Ich hoffe, du hast dich hier oben im Bett schon schlafen gelegt, ansonsten hast du gleich nochmal. Ja, natürlich hab ich das. Das, was jetzt kommt, ist eigentlich leicht. Ja, geht. Ich sterbe gerade nur. Aber ich gebe mir auch keine Mühe. Also glaube ich. Oder ich habe das geskript. Ich weiß es nicht mehr. Hitler. Adolf. Hitler, ja, wir sollten hier nachher mal irgendwie eine richtig leichte Map zocken. Spielen. B-Dolf. Ja, ohne Spaß. So eine Map, Spaß wo man sich denkt. 500 Jumps to Fun. Ja. Oh Mann, aber nur mal so einen Blockjump, der da hochspringen kann. Fotzensackhuren, so. Was geht ab, Mr. Turret, Alter? Turret, Alter. Fickende Mongos in ihrem Garten, Alter. Ich kann eine Geschichte erzählen, bis ich unten angekommen bin. Das ist doch scheiße. Jetzt echt so. Fick doch meine Mutter, Alter! Ja, mach ich so. Oh, ohne Witz, nein, lass das, Mann. Das ist so, ekelhaft, das erregt einen so dermaßen, dass man schon wieder ermüdet wird davon, sich darüber aufzuregen. So. Ich könnte den ganzen... Nein! Ja. Oh Mann, nein, das ist scheiße, 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 scheiße. Oh Mann, das ist scheiße, scheiße, scheiße. Ich will nichts kaputt machen, aber ich hab so viel Wut. Es deprimiert doch irgendwie, dass die ganze Zeit Nacht ist auf der Map. Oh fuck, jetzt muss ich hier wieder zwei Folgen rumpeln. Nein. Fuck. Oh Gott! Verfickte Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich frag mich. Nein! Fick mein Arsch! Ey, können wir es nicht auch machen, dass man TNT-Kanonen bauen kann und sich rüberschießen kann? Guck, wo ich stehe, ihr Missgeburten! Wo bist du denn? Ich am letzten! Ich hab den letzten geschafft, aber die Tür... Sie ist zu! Heavy! Du musst das in der Zeit schaffen! Hä, wo, wann wird denn die Zeit... Bis Andi da ist! Welche Zeit? Nein, das ist... Ja, du musst davor einen Knopf drücken. Dann ist da so eine Redstone-Schaltung und du musst vor der Redstone-Schaltung da sein. Geil. Was, Alter? Oh mein Gott. Okay, jetzt ist die Map. Wie das denn schaffen? Die Map ist nicht nur böse, sie ist richtig böse. Ja, sie ist einfach unschaffbar. Och Mann, das ist so schwul. Schwuler als Peter Maffay, Alter. Ich dachte Peter lustig.
Weiter runter. Ohne Spaß, ne? Weiter runter. Das ist ein Achsen, ja. Oh, ich hab meine 2000 verpasst. Erstmal einen Push gemacht. Alter, vor allem, ich könnte die ganze Zeit meinen ganzen Bildschirm und Tastatur und alles kaputt schlagen. Und das Krasse ist, man hat hier einen Jump und man schafft ihn das erste Mal. Man ist so richtig froh und dann stellt man fest, dass es vor allem nochmal drei Sprünge sind, die genauso schwer sind. Alter, ich hab grad so richtig Bedürfnis, um irgendwas einzuschlagen. Einfach nur. Ah, oh, irgendwie so die Maus gegen den Bildschirm. Ich kauf mir echt noch einen Boxsack. Ohne Spaß, ich brauch das. Ja, hol dir auch so eine Abregkugel, die sollen, du so knüttelst. Sollen uns eigentlich von so einer Boxsack-Firma sponsern lassen für so ein Projekt? Ja, ne? Nicht für. Das könnte man noch machen, irgendwie so Wutpillen. Wutpillen. Antidepressiva. Na Spaß, dieser Hurensohn. Der ist doch irgendwie. Schreibt dem jetzt. Warte mal, den gibt's doch bestimmt auf Minecraft. Mein ohne Witz, wäre echt mal interessant zu wissen, was für ein Bastard die gebaut hat. 500 Jumps to Rage. Pass auf. Ey, wenn man das hier noch auf Koffein, so oder auf Koffeintabletten spielt, Alter. Oder Drunken. Ja, Drunken, da chillst du eh nur dein Leben, glaube ich. Ich schaffst du gar nichts. Ja. So, ja, Minecraftforum.net, 500 Jumps to Rage. I was sitting with a friend eating delicious hamburger and we were talking about Minecraft Maps. And then the guy says, dude, Parkour Maps are totally easy. So, das ist also die Geschichte. Ich schreib den Bastard, ich melde mich da jetzt an. Sign in. Ey, hat der nicht eine Nummer hinterlegt, dass wir anrufen können? Das wäre korrekt, Alter. Ich schwör, der hatte da irgendwas. Son of a bitch, Alter. Die Grape heißt er. T-E-H unterstrich Grape, Alter. Boah, ohne Spaß, ich fick den so in seinen Arschloch. Alter, dieser Hass. Schick auf eine andere Map hier. Boah. Hat der noch mehr gebaut? Wie witzig das wäre, den anzurufen, einfach so auszurasten. Nein, Leitersprünge, hier kommen Leitersprünge. Nein. Oh, ich hab Downfall getoggelt. Ziemlich unprofessionell. Choose your curse, username. Bastardo. Nee. Alberto. Nee, nicht, dass du blockiert Banano. Wirst. Alberto Banano. Choose your Minecraft Forum Display name. Chicken Runner. I hate you fuck ass. So, E-Mail-Adress, meine. So, meine. Passwort, deine Mutter stinkt. Malte@brokensums.de Punkt Z. Bitte fangt jetzt nicht gleich an mit den Namen und den Adressen. Oh nein. Vor allem E-Mail-Adressen sind nicht witzig. Die sind sogar noch schlimmer als Postadressen. Oh ja. Oh ja. Eine Mistgeburt, was reinschreiben. Ich stell mir gerade vor, wo ich Manuel überall anmelden würde mit seiner E-Mail-Adresse. Ich würde ihm ein paar geile Newsletter anschließen. Viagra für 30 Cent, habe ich gehört. Die Zahl kriegt er eh schon. Nein, ich krieg immer. Und den Zalando-Newsletter kriegt er sogar noch einen 5-Euro-Gutschein für. Geil. Na, ich krieg immer E-Mails von wegen, ist ihr Schwanz auch zu groß? Jetzt Penisverkleinerung. Die kennen halt mein Problem. Die wissen halt, dass ich eine Behinderung habe, dass ich drei Beine habe. Deswegen wollen die mich retten. Diese Lache. Ich hab einfach das Verlangen, all die ganze Map für mich zu präparieren, überall Leitern. Wenn wir das hier schaffen, ne? Ja. Wir müssen irgendwie, weiß ich nicht, was wir mit der Map machen müssen. Irgendwas. Ich schwör's, ich steck mir die Map. Ich lade mir die auf dem USB-Stick und steck die mit meinen Arsch. Einfach bis ich bei so einer komischen Minecraft-Date 3D printen lassen und im Vorschlagkammer zertrümmern. Ja. Fertig. Ja, viel Glück, schwebende Blöcke 3D-Print. Ja, müssen die halt alle nur verbinden, ne? Dann ist es aber nicht mehr schwebende Blöcke. Das geht schon. Oder wir hängen die an so Fäden von oben. Die baumeln da so runter. Ja, wie willst du nur Sachen, die an Fäden nehmen, im Vorschlag kann man zertrümmern und lappen? Es ist wirklich einfach nur noch deprimierend. Ja, also da ist also sämtlicher Spielspaß ist hier verloren gegangen. Es dreht sich nur noch darum, später mal Spaß zu haben. Ich stell euch vor, das wäre kein Let's Play, sondern ein Walkthrough, wo man gar nicht zu kommentiert. Ihr würdet das spielen, ohne dass wir uns unterhalten. Oh jo, Ich glaube, ich würde einschlafen. Spannend. Ja. Also gleich eine Kapsel zu an Kali nehmen. Mann, die fetten Bastarde von Minecraft. E-Mail Verification Key, ja, gibt's nicht. Krieg ich nicht. Oh, das ist traurig. Ich schwöre, ich raste jetzt aus, ne? Ich will ihn einfach nur beleidigen. Ich will die Nummer. Ich will wissen, wie der auf Skype heißt, Alter. Sag ihm mal, you are a famous YouTuber. Give me your number.
Ich heiße aber I hate your fuck ass. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch irgendwie eine Skype-Eddy kriege. Your fuck ass. Boah, er schickt die ganze Zeit irgendwelche Tittenbilder geschickt. Das fuckt mich ab. Wie? Ach so. Ich kann ja auch meinen Schwanz machen, schicken, Alter. Yeah. Oh, aber, Kilian, wir müssen ja Hendrik finden. Boah, jetzt geh ich erstmal aufs Klo. Die Hure, Alter. Ja, ist Hendrik. Nein, Jendrik. Jendrik. Ist der Niederländer? Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall hat der einen 20-Zentimeter-Cock, Alter. Das ist die einzige Information, die ich von ihm habe. Woher weißt du das? Das willst du gar nicht wissen. Das willst du nicht wissen, Alter. Doch, ehrlich gesagt schon. Hast du auf irgendeiner Website so ein Bild rechts gesehen? Na, warte, ich schicke dir. Dieser Trick funktioniert garantiert. Mein Ball ist ja verboten, jetzt noch schnell herausfinden. Ja. Genauso wie so von wegen Diätexperten sind geschockt mit dieser Pille, Dingsterbums abnehmen und so. Das gleiche. So die Pille heißt Fingernals, was ist los, Alter? Oh Mann, ne? Heißt Manuels Cock, ne? Richtig. Manuel? Da ist wie ein Finger. Das ist eigentlich, wenn du so groß denkst. Was ist los? Wenn du so an Titten und Nippel denkst und dann Tittenfick. Oh Junge. Und, so richtig und ja, knallen so und dann pam pam pam, weißt du? Oh yes, bam, bam, bam. Mein, ich werd, so Madison-Ivy-mäßig. Der Juli wird einfach der Ejakulationsmonat, ey. Und das einfach 7-mal am Tag. Scheiß Manu, drauf. Manu streicht sein Zimmer weiß. Direkt. Geil. Ich glaube, wenn ich danach das erste Mal wieder fappe, ist da so viel Druck drauf, dass das bis an die Decke gebamst wird. Mach Video von, machst du eine GoPro an deinem Pimmel, in deinem Pimmel. Oh Gott. es gibt doch so einen Mount für Fahrradgriffe, vielleicht geht das auch unten runter. Das schraubt man dann so fest. Oh Gott. Und dann... Och Mann, das ist so eine Scheiße, ohne Spaß. Minimal. Ich hab gar keinen. Ja! Ich freue mich schon auf die nächste Welt, die wird bestimmt mega entspannt und so. Ich freue mich schon auf Wichsen. Ja, Manu, ein bisschen Druck ablassen. Wäre schön, ne? Wäre schön. Och Mann, das ist so eine verwirrte Bastard-Hurensohn-Kacke. Ich wette, der wurde in seiner Kindheit die ganze Zeit geschlagen, Alter. Und seine Mutter wollte ihn eigentlich abtreiben oder in ihrem Arschloch ersticken, aber der ist mit seinem Bumskopf, hat dafür ihren Schließmuskel weggefetzt, der Hurensohn, Alter. Okay, chill mal bitte. Boah. Das finde ich jetzt leicht, ne, das berührt mich jetzt persönlich. Denk an einen Nippel, Alter. Ja, gut. Nein. Alter, Schäfer, der hätte den Lapdance gemacht und den Pimmel wäre einfach rein. Boah, Junge. Da war schon, weißt du, da also, war so weißt, eine... Weißt du, was gut ist? Wir sind gerade bei Porkchop Media auf dem Channel. Das heißt, wir müssen uns auch überhaupt gar nicht benehmen. Ah, da war so eine Jutti, ne? Ohne Spaß, das war... Boah, denk mal an die Brazzers Lehrer-Tussi. Oh, nein, diese eine Jutti, die da war, die war ungefähr so für mich, wie die eine Jutti, die du in Gran Canaria gesehen hast. Mit ich hol dich hier raus. Oh, Junge, Alter, die so war... So eine war das für... Alter, ich die, bin... Die in Gran Canaria hatte aber auch kurze Haare, ne? Mhm. Oh! Das ist doch richtig geil, Alter. Kampflespe. Aber bei Sabrina. Oh! Ja, nicht mal so geil, Alter. Aber genau. Die. Aber auch das Crystal Meth Bier davor. Was? Da haben die uns irgendwas reingemacht. Ich schwöre dir, dass wir haben einfach Heineken getrunken, 2 Stück jeder. Und wir waren so fertig. Das war Alter. Echt. Ich habe so viele Farben, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Boah, ich habe die ganze Zeit gerade ein Bild gesucht für Manuel, aber ich habe nicht das Richtige gefunden. Muss ich mir was anderes schicken? Mann! Oh, ich bin so scheiße, Mann! Kann mir nicht einfach irgendwann jetzt den Cock lutschen und mich in Ruhe lassen, bitte. Okay. Bitte. Weil. Ich möchte bitte in der nächsten Folge nicht dabei sein. So, ich bin jetzt die Folge. Oh. Ja, erlöse uns. Also, wenn es euch auch so viel Spaß gemacht hat wie uns, dann gebt der Folge einen Daumen hoch. Nee, dann sind ganz viele Daumen runter. Okay, pass auf, Leute. Ja, ich sag's mal so. Wenn diese Folge, ne, 20.000 Likes kriegt, ja, dann mache ich das Video mit Manuel und Pascha, ne?
Hallo, ja, aber die wird rausgeschmissen, wenn die da filmt, oder? Oh, versteckte Kamera. Versteckt. Oh, Cockcam. Ah, jetzt sieht die Hose aus und dann hat er da wirklich die GoPro. Versteckt mit Marvel einfach so einen coolen Schreiber mit Kamera einfach in den Pimmel. Und dann packt sie den aus. Oh, filmt. Ja. Ist die neu? Ja. Ist die neu? Ist das jetzt Serie? Auf jeden Fall, schönen Tag noch. Ne. Tschö. Nee, echt keinen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, ihr habt alle einen schlechten Tag.